So, und dann stürzen wir uns mal auf in den Weltraum. Da waren wir bisher noch gar nicht und wir sehen, sieht ein bisschen anders aus. Wir können auch hier jetzt unser Raumschiff selbst steuern. Das wird jetzt so veranstaltet. Vorher war das einfach nur mit einem Cursor. Das ist jetzt halt ein bisschen anders. So, wir sind schon direkt vor Omega hier. Allerdings, doch nach Omega, natürlich wollen wir, genau, deswegen sind wir auch schon hier. Denn dort gibt es einerseits Archangel und andererseits Professor Maudin Solus. Und der ist ja für uns von Interesse, ne? Außerdem ist hier auch das Omega-4-Portal, das sehen wir schon, ist so ein bisschen rötlich gekennzeichnet. Liegt einfach daran, dass hier durch dieses Portal die Kollektoren immer kommen und gehen. So, und ich muss mal eine Sache dazu sagen. Ich glaube, dazu gehe ich mal kurz hier. Warte mal, wie war denn das? Massenportal? Wir haben zu wenig Treibstoff, um das System mit unseren normalen Triebwerken zu verlassen. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau das war. Okay, wir kaufen mal ein bisschen Treibstoff. Wir sehen also, wir müssen jetzt immer uns welchen dazu kaufen, wenn wir hier uns irgendwo lang bewegen wollen. Der wird hier, wenn wir uns hier bewegen, nicht verbraucht. Erst wenn wir mit Überlichtgeschwindigkeitsantrieb durch die Gegend fahren, also durch die Cluster heizen, dann wird der Treibstoff verbraucht. Brauchen wir jetzt aber nicht. Ist jetzt egal, ich gehe jetzt nicht extra erst wieder raus zum Cluster. Wir steuern erstmal Omega an, denn dort gibt es die ersten Leute zu rekrutieren für uns. Können wir uns später noch alles anschauen. Das ist Omega. Omega, erbaut auf einem vollständig abgebauten Asteroiden mit vormals hohem Metallanteil, ist seit Jahrtausenden ein Zufluchtsort für Verbrecher, Terroristen und Unzufriedene aller Art. Zeitweise war die Station über Jahrhunderte verlassen, bis sie eine neue Gruppe Gesetzloser auf der Suche nach einem neuen Anfang wieder in Betrieb nahm. Das ursprünglich überaus elegante Design der Raumstation ist unter dem planlosen Wachstum verschiedenster Spezies kaum noch zu erkennen. Es gibt auf allgemein erkannte, es gibt auf Omega keine zentrale Regierung oder eine allgemein anerkannte Autorität. Und es kann sich auch niemand an eine Zeit erinnern, in der das anders gewesen wäre. Population 7,8 Millionen, immerhin. Und ja, der Rest ist, glaube ich, uninteressant. Docken wir mal an. Eine Sache ist übrigens noch dazu zu sagen während des ganzen Spiels, wir sind nicht in denselben Gebieten wie im ersten Teil, denn wir sind in dem Terminus-System unterwegs. Das heißt, am Rande dessen, was von der Citadel kontrolliert wird. Und deswegen hat die Citadel auch keinen großen Einfluss auf das, was wir tun. Denn wir sind einfach nicht in ihrem Bereich, sozusagen. Und auch Omega ist außerhalb des Citadel-Bereichs. Schauen wir uns mal an, wie es hier aussieht. Wird auf jeden Fall noch interessant mit Omega. So, momentan haben wir noch nicht viel Auswahl. Wir nehmen Miranda mit und... Nee, das Outfit finde ich blöd. Ich mag diese Brille nicht. Wir nehmen Miranda mit und Jacob. Logischerweise, mehr Auswahl ist er nicht. Und haben wir Punkte zu vergeben? Das ist aber schön. Das ist sehr schön. Ich glaube, ich gehe mal auf Werfen. Und nochmal geht nicht. Schade. Machen wir noch Biotikmeisterschaft. Ich mag werfen irgendwie. Ich weiß auch nicht. So, Miranda. Oh, da haben wir aber viel auszugeben. Bei Miranda machen wir mal den Warp. So, den Cerberus Officer. Gleich nochmal. Ich weiß nicht, ab wann das Schmettern verfügbar ist. Wer weiß. Auch egal. Und Jacob noch. Mensch, so viele Punkte auszugeben hier. Das Ziehen auf jeden Fall. Brandmunition lasse ich jetzt mal außen vor. Gehen wir noch auf Cerberus Agent. So. Und das hatte ich schon alles ausgerüstet. Nein, zurück. Beenden und damit geht's los. Wir sehen jetzt etwas lustig aus, gebe ich zu. Ah, willkommen auf Omega. Sie sind neu hier, nicht wahr? Ich merke sowas gleich. Erlauben Sie mir... Oh, hallo Moklan. Ich wollte gerade... Abgang wartet. Sofort. Natürlich, Moklan. Was immer sie verlangt. Verdammte Aasgeier. Willkommen auf Omega, Shepard. Sie wissen, wer ich bin? Natürlich. Wir haben Sie auf dem Schirm, seit Sie in den Terminus-Systemen sind. Sie sind nicht ganz so raffiniert, wie Sie glauben. Aria will wissen, was einen toten Spectre nach Omega führt. Sie sollten umgehend ins Afterlife gehen und ihre Aufwartung machen. Sparen Sie sich die Drohgebärden. Ich bin nicht auf Omega, um Probleme zu machen. Um Sie herum explodiert ständig irgendwas, Shepard.
Sie können es Avia nicht übel nehmen, dass sie ein Auge auf sie hat. Afterlife, sofort. Halt dich zurück, Junge. Ich empfange Quarantänewarnungen aus den Slums, wo Dr. Morden Solo seine Klinik hat. Rechne mit Widerstand in der Transitstation. Ich habe außerdem Gespräche zwischen den Söldnergruppen über Pläne zum Ausschalten von Archangel aufgefangen. Im Afterlife gibt es eine Rekrutierungsstelle, die vielleicht mehr über ihn weiß. Ja, genau. Also das sind die zwei Ziele, die wir haben. Und er sollte sich mal zurückhalten, der Batarianer, denn uns hat er überhaupt nichts zu sagen. Er kann uns mal am Arsch lecken eigentlich. Aber wir schauen erstmal hier drüben, denn da steht jemand, den wir rekrutieren können. Und das ist Said. Bitte. Sie müssen mir helfen. Wer hat Ihnen erlaubt zu reden, Blödmann? Sind Sie Said Massani? Ja, das bin ich. Sie müssen Commander Shepard sein. Wie ich höre, müssen wir eine Galaxie retten. Ich nehme an, man hat Sie informiert. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Cerberus hat mir alles geschickt, was ich wissen muss. Ich nehme an, man hat Sie informiert. Oh, Verzeihung. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Cerberus, meine Kontakte haben gesagt, wir sammeln einen Mann auf, nicht zwei. Batarianischer Delinquent. Hat jemanden so sauer gemacht, dass er mich angeheuert hat, ihn zu finden. Sogar für meinen Lebendigpreis. Bitte, ich war es nicht. Klappe, habe ich gesagt. Hat versucht, mich auf eine Verfolgungsjagd durch die ganzen Systeme zu treiben. Er hätte es besser wissen müssen. Die Typen fliehen immer nach Omega. In welcher Beziehung stehen Sie zu Cerberus? Ganz ruhig. Cerberus bezahlt mir jede Menge Geld, damit ich ihm bei ihrer Mission helfe. Das ist alles. Nicht viele Söldner würden ein Selbstmordkommando wegen der Bezahlung annehmen. Die meisten Söldner kriegen keine Angebote, wie Cerberus es mir gemacht hat. Diese Mission klingt nicht nach einem guten Geschäft. Aber Ihr Unbekannter kann viele Credits locker machen. Meine Kontakte Verfolgungsjagd durch die ganzen Systeme zu treiben. Er hätte es besser wissen müssen. Die Typen fliehen immer nach Omega. Was passiert mit ihm? Ich übergebe ihn und kassiere das Kopfgeld. Was danach mit ihm passiert, ist mir egal. Na gut, okay. Ich wollte bloß nochmal sehen, was hier ist. Das hatte ich noch gesehen und hatte bloß versäumt drauf zu drücken. Deswegen wollte ich das nochmal schnell mitmachen. Gut. Gehen Sie. Richten Sie sich auf der Normandy ein. In Ordnung. Ich mache es mir gemütlich. Der Unbekannte hat Ihnen vermutlich von unserem Arrangement erzählt. Nein, die Information hat er wohl lieber nicht in die Akte aufgenommen. Gut, dass ich gefragt habe. Ich habe vor einer Weile eine Mission angenommen, kurz bevor ich bei Cerberus angefangen habe. Ich dachte, Sie hätten vielleicht Interesse. Haben Sie schon einmal von Vido Santiago gehört? Er ist der Anführer der Blue Suns, leitet die ganze Organisation. Anscheinend hat er kürzlich eine Elphel Ashland Raffinerie auf Zoria eingenommen und missbraucht die Arbeiter als Sklaven. Das Unternehmen will der Sache ein Ende setzen. Wir kümmern uns darum, wenn wir dazu kommen. Unsere Mission hat Priorität. Ich weiß, dass wir Wichtigeres zu tun haben. Deswegen möchte ich diese andere Sache gern möglichst schnell erledigen. Ich schalte das Ding lieber ab, bevor es anfängt zu stinken. Wenn Sie das nächste Mal bereit sind, jemanden zu töten, bin ich auch startklar. Ja, Said ist, naja, ich muss sagen, das ist das Crewmitglied, das ich am allerwenigsten leiden kann. Der ist halt einfach, naja, wir haben gesehen, wie Said ist. Er ist halt ein Söldner. Interessant, dass wir Abtrünnigenpunkte bekommen haben. Ich weiß gar nicht wofür, ehrlich gesagt. So, aber egal, er ist ja auf Omega eigentlich sehr gut aufgehoben. Willkommen auf Omega, willkommen vor dem Afterlife, einem Nachtclub, dem wir uns gleich widmen wollen. Da drüben könnten wir theoretisch jetzt uns Archangel holen in der Mission und in die Richtung geht's zu Mordin. Wir gehen aber erstmal ins Afterlife und tun mal, wie uns gesagt wurde. Haben wir jemanden zum Reden? Ach nee, wir können aber die Aussicht genießen mit Miranda. Also je nachdem, wen man dabei hat, hat man auch immer mal die Möglichkeiten, irgendwo sich hinzustellen und mit den Leuten zu sprechen. Omega, was für ein Drecksloch. Zumindest hält man sich immer auf den Zehenspitzen. Ich war früher schon mal geschäftlich hier. Danach braucht man außer der normalen Dekontamination noch zusätzlich eine lange Dusche. Also ich will nicht... schon, lassen Sie mich rein. Ich will nicht wissen, was für Geschäfte du hier abgeschlossen hast, Miranda. Aria erwartet mich. Gehen Sie rein. Musst du mir nicht sagen.
So, okay. Wen starren Sie so an? Haben Sie nichts Besseres zu tun, als mit Leuten Streit anzufangen, die Sie gar nicht kennen? Nein, es geht mir auch nur um die, deren Nase mir nicht passt. Sie sehen meine Bewaffnung. Wollen Sie das wirklich durchziehen? Ich? Na gut, ich lasse Sie laufen. Vorerst. Man sieht sich. Ja, man muss sich ein bisschen zu erwehren wissen, wenn hier irgendwelche Leute meinen, auf einmal rumspacken zu müssen. Gut. Und wer hätte es gedacht, es ist ein Tanzlokal. Ein Tanzlokal auf, sagen wir mal, auf Omega-Art. Gut, suchen wir mal Aria, die ist hier die Chefin. Ich hab zu tun. Und da drüben geht's dann später noch hin. Wir gehen erstmal hier hoch, denn Aria müsste gleich hier oben sein. Und die ist eine interessante Zeitgenossin, sag ich mal. Halt Omega-Style, aber sie kann schon ziemlich hilfreich sein. Das ist nah genug. Stehen Sie still! Wenn Sie nach Waffen suchen, machen Sie Ihren Job nicht besonders gut. Man kann bei toten Spectres nicht vorsichtig genug sein. Hinter Ihrem Gesicht könnte jeder stecken. Man hat mir gesagt, mit Ihnen müsste ich reden, wenn ich Fragen habe. Sie sind sauer! Kommt auf die Fragen an. Sie herrschen über Omega? Ich bin Omega. Na, übertreib mal nicht. Aber man braucht mehr. Jeder braucht mehr von irgendwas. Und sie kommen alle zu mir. Ich bin der Boss, die Präsidentin oder Königin, wenn sie es dramatisch mögen. Ganz egal. Omega hat keinen offiziellen Herrscher. Und es gibt nur eine Regel. Leg dich nicht mit Aria an. Gefällt mir. Kann man sich leicht merken. Wenn sie es vergessen, wird jemand sie daran erinnern. Und dann werfe ich ihren Arsch aus der nächsten Luftschleuse. Er kann es ja mal versuchen. Also, was kann ich für Sie tun? Ich möchte zu Archangel. Sie und halb Omega. Wollen Sie ihn auch tot sehen? Warum sind alle hinter ihm her? Er bildet sich ein, dass er für die gute Seite kämpft. Dabei gibt es auf Omega gar keine gute Seite. Alles, was er tut, verärgert irgendjemanden. Und jetzt holt ihn das ein. Genau so einen suche ich. Wirklich? Ist ja interessant. Sie werden sich einige Feinde machen, wenn Sie sich mit Archangel zusammentun. Vorausgesetzt, Sie schaffen es überhaupt bis zu ihm. Er hat momentan ein paar Schwierigkeiten. Was für Schwierigkeiten? Die Söldnergruppen hier haben sich zusammengetan, um ihn auszuschalten. Sie haben ihn in die Ecke getrieben. Aber jetzt fällt es ihnen wohl schwer, ihm den Rest zu geben. Sie heuern jeden mit einer Waffe an, damit er ihnen hilft. Klingt, als wäre das unsere Eintrittskarte. Sie benutzen ein Zimmer zur Rekrutierung. Direkt da drüben. Die nehmen Sie bestimmt. Was können Sie mir über Archangel erzählen? Weniger als mir lieb ist. Er ist vor einigen Monaten hier aufgetaucht und macht seitdem alle möglichen Probleme. Wenn man seine eigenen Gesetze macht, und das tut hier jeder, erschwert er einem das Leben ganz schön. Er ist dumm und ein Idealist. Immerhin scheint er begriffen zu haben, dass man sich mit mir nicht anlegt. Welche Söldnergruppen sind hinter Archangel her? Blue Suns, Eclipse, Bloodpack. Das sind die wichtigen auf Omega. Außer im Krieg sieht man sie sonst nie zusammen. So, von den Blue Suns haben wir ja gerade schon bei Said gehört, dass die Blue Suns auch irgendeine Anlage überfallen haben. Also die Namen, denen werden wir öfter begegnen, genau diesen dreien, Blue Suns, Bloodpack und Eclipse. Und denen werden wir auch in der Mission mit Archangel begegnen. Hassen Sie Archangel? Ich habe keine Zeit für Hass. Ich misstraue allen gleichermaßen. Im Moment bin ich ganz zufrieden damit, wenn sie sich gegenseitig umbringen. Vielen Dank für die Hilfe. Mal sehen, ob sie das auch noch denken, wenn die Söldner merken, dass sie ihm helfen wollen. Ich suche nach Morden Solas. Wissen Sie, wo ich ihn finde? Den salarianischen Arzt? Ich hörte, er hilft solchen Opfern in der Quarantänezone. Ich habe Morden immer gemocht. Man weiß nie, ob er einen heilt oder erschießt. Was können Sie mir über ihn erzählen?
Er gehörte früher zur Special Task Group der Salarianer. Er ist brillant und enorm gefährlich. Aber bloß kein Gespräch anfangen. Er hört sonst nicht mehr auf zu reden. Wenn Sie wirklich zu ihm müssen, nehmen Sie ein Shuttle zur Quarantänezone. Ich kann allerdings nicht garantieren, dass man sie reinlässt. Oh, ich freue mich auf Mordin. Mordin hört tatsächlich nicht auf zu reden, aber er ist halt auch ein Salarianer, ne? Und ich, also Mordin ist einer meiner Lieblingscharaktere, muss ich sagen, die man generell bei allen, in allen Teilen in seine Crew holen kann. Was aber auch einfach daran liegt, dass ich die Salarianer ziemlich cool finde. Dann wissen Sie sicher über alles Bescheid, was auf Omega abläuft. Alles, was man wissen muss. Aber ich verrate es nicht einfach so. Wissen ist Macht. Dann machen Sie einen Spaziergang durch die Gassen und spendieren Sie einem Söldner was zu trinken. Oder noch besser, reden Sie mit den Entertainern. Die sind nicht billig, veranstalten aber tolle Führung. Aber verschwenden Sie nicht meine Zeit. Erzählen Sie mir, wie Sie das hier aufgebaut haben. Das dürfte so ziemlich die geheimste Information sein, die es gibt. Ich habe viele Freunde und Feinde, die ich unterschiedlich weit auf Distanz halte. Sie gehören zu keiner der beiden Gruppen. Mal sehen, als wie nützlich sie sich erweisen. Kurze Antwort. Kümmern Sie sich um Ihren eigenen Kram. Eins kennen und wir sind schon mitten im Geschäft? Normalerweise interessiert es die Leute mehr, wer ich bin. Ihr Tod wurde runtergespielt, war aber mit Sicherheit kein Geheimnis. Ich musste sicher gehen, dass Sie es wirklich sind. Sie hätten ja irgendwer sein können. Irgendwas. Was Sie auch wollen, es wird von selber an die Oberfläche kommen. Ich bin zwar neugierig, aber Omega an sich interessiert sich überhaupt nicht für Sie. Vielleicht komme ich später wieder. Vielleicht werde ich hier sein. Ganz sicher wird sie da sein. Ja, also mit Aria ist es so, sie ist halt die Chefin hier und lässt sich überhaupt nicht gern in die Suppe pissen. Aber sie ist eigentlich okay. Also man kann mit ihr auf jeden Fall kooperieren und vor allen Dingen kann man sie auch einschätzen. Ne? Wir wollen reden. Mit Aria. Gut, okay, also hier gibt es auch einiges zu tun auf Omega und ich würde sagen, bevor wir jetzt hier anfangen, mit dem können wir reden, wenn wir jetzt zu Archangel wollen, denn wir können uns als Söldner anheuern lassen. Bevor wir das tun, machen wir aber erstmal die Geschichte mit Mordin. Helena Blake, die kennen wir doch aus dem ersten Teil. Kann ich mich gar nicht dran erinnern, dass sie hier rumsteht. Commander Shepard, sind Sie das? Ich hatte gehört, Sie wären tot. Ich bin Helena Blake. Wir haben uns vor ein paar Jahren kennengelernt. Sie erinnern sich sicher nicht mehr. Doch. Sie haben zwei Warlords ihrer Macht enthoben und mich zum Ruhestand überredet. Das werde ich nie vergessen. Natürlich erinnere ich mich an dich. Das war eine meiner letzten Missionen, bevor ich Mass Effect 1 beendet habe. Was führt Sie nach Omega? Was führt irgendjemanden nach Omega? Die Gelegenheit? Der Erfolg? Das Scheitern? Alles davon? Ich finde, der Ort passt zu mir. Ich verleihe ihm einen gewissen Hauch von Klasse, finde ich. Und jetzt sind Sie auf Omega. Einmal kriminell, immer kriminell, was? Oh nein, Commander. Ich bin im Ruhestand. Ich würde es nie wagen, mein Wort Ihnen gegenüber zu brechen. Sie haben mich davon überzeugt, mein Leben zu ändern. Ich bin jetzt Sozialarbeiterin. Was? Ob Sie es glauben oder nicht. Ernsthaft? Das ist eine merkwürdige Geschichte. Das scheint mir in einem Ort wie diesem ein hoffnungsloses Unterfangen zu sein. Eigentlich eher im Gegenteil. Dieser Ort braucht das nötiger als die meisten anderen. Um an einem Ort wie diesem Gutes zu tun, muss man verstehen, wie die Dinge wirklich funktionieren. So gesehen bin ich dafür perfekt qualifiziert. Das ist ehrenwerter, als ich erwartet hätte. Ehrenwert? Nein. Aber vor einigen Jahren hat mir jemand die Augen dafür geöffnet, dass mein bisheriges Leben falsch war. Sie haben mir gezeigt, dass ich meine Kontakte und Fähigkeiten nicht nur für Schmuggel und Erpressung einsetzen kann. Und dafür danke ich Ihnen. Das ist schon verrückt. Es freut mich zu hören, dass Sie sich aus allem Ärger raushalten. Danke. Das verdanke ich alles Ihnen, Commander. Ich muss gehen. Natürlich. Sie haben sicher Wichtigeres zu tun. Das ist echt verrückt. Also das Gespräch kenne ich auch noch gar nicht. Ich wusste nicht, dass sie dann hier ist. Ist auf jeden Fall. Die Destiny Ascension hat ihre Siegestour durch 20 Kolonien abgeschlossen. Ja, schön. Das ist auf jeden Fall überraschend. Und also so einen Wandel hätte, glaube ich, keiner vermutet an der Stelle.
Und ich muss sagen, ich hatte damals auch sehr dazu geneigt, sie umzubringen. Ich hätte nicht gedacht, dass sie sich irgendwie mal ändern würde, aber gut, kann man auch mal falsch liegen, ne? Gut, auch mal gibt es hier bloß eine Art von Getränk. Wir gönnen uns mal einen. Ja, die Dosen sehen etwas merkwürdig aus hier in dieser Welt. Aber warum nicht? Was? Wart mal. Was? Habe ich das verpasst? Sagen Sie was, Commander. Was ist hier los? Sie kommen wieder auf die Beine. Aber lassen Sie es langsam angehen. Sie haben anscheinend die Regel Nummer 1 auf Omega gebrochen. Als Mensch bestellt man im Afterlife keinen Drink. Ach so, okay. Hat der Barmann versucht, mich zu vergiften? Versucht ist das richtige Wort. Soweit ich weiß, sind Sie der erste Mensch, der das überlebt hat. Ich wollte mit meinem Freund Jake unsere neue Speditionsfirma feiern. Irgendwann war er volltrunken. Und eine Stunde später hat er Blut gespuckt. Sind Menschen im Afterlife nicht willkommen? Es ist nur dieser eine batarianische Barmann. Er ist total angefressen, seit ein paar Batarianer vor einiger Zeit gestorben sind. Aber niemand unternimmt etwas dagegen. Menschen sind hier nicht gerade sehr beliebt. Ich werde dem Barmann jetzt einen Schluck von seiner eigenen Medizin einflößen. Er wird nicht mit Ihnen rechnen, so viel steht fest. Geben Sie dem Batarianer Mistkerl, was er verdient. Ich glaube, das gibt Negativpunkte, aber ich glaube, das ist mir gerade auch ziemlich egal. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Oh, bei den Vorchas. Ja, das gibt abtrünnige Punkte. Das, meine Freunde, sind Vorchas. Eine Rasse, die wir im ersten Teil noch nicht kennengelernt haben. Und die sehen nett aus. Ne? Sind ganz sympathische Zeitgenossen. Die sind nicht gerade die hellsten, muss ich zugeben. Aber wir werden denen als Mitglieder in einigen, ja, Söldnergruppen begegnen.